Ein Monat bevor Badragaz wieder entartet wird, bevor also die 400 Kunstwerke, die Ragaz vom Mai bis Anfang November so richtig in Schwung gebracht haben, bin ich mit den Eltern von dem 12 Kilometer langen Kunstweg unterwegs gewesen. Mit der Esther und dem Rolf Hohmeister. Und einem hoch italienischem Freigeist, am Piaggio. Bei dieser Triennale könnte man wunderbare Bilder machen. Ausdüftelte Bildkreationen, schon fast eine Kunst in sich. Ich aber demütig auf das will verzichten und mit bewegten Live-Aufnahmen ganz bewusst will die Kunst ins Zentrum rücken, wie es überhaupt geraten ist, Badragaz in diesem Umfang zu bereichern, zu bearten. Und diese Kunst, die steht der Esther und dem Rolf Hohmeister zu. Ich habe es vor dem Kellerhof getroffen und bin mit ihnen ins Gespräch gekommen. Der Fotograf war gerade nicht heute. Ich wollte nicht etwas gekünstelt machen, einfach mal angefangen, einfach gerade, wie es gekommen ist. Und habe mit ihnen geredet auf dem 12 Kilometer langen Weg durch die Kunst von Badragaz, wo mit dem Fallen der Blätter dann eben wusch und wieder weg ist. Oder doch nicht ganz? Hört zu. Stärk. So, jetzt, ja. Jetzt also reinwählen schaue ich noch gerne und dann hätte sie dem Fall gerade noch etwas gefragt. Heiterer Fall nochmal. Gut, also. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, bei der 7. Triennale sind wir da. 17 Länder stellen da aus. 77 Künstler. Die 7. Triennale ist es. 2600 Tonnen Kunst ist hier in Badragaz verteilt und ein Budget von 2,6 oder so etwas Millionen. Also, mir wird es ganz trümmelig, wenn ich das hier erwähne. Und bei mir sind jetzt hier rechts der Rolf-Hohmeister, links der Estro-Meister, in der Mitte der Fotograf, der heisst ins Schweizer. Also unglaublich. Hohmeister, also Meister, die etwas Hohes schaffen. Ein Schweizer, der die Fotos macht und alles vor dem Quellenhof. Weil Quellen ist der Ursprung. Jetzt wäre es ja anständig, ich würde zuerst mal den Rolf etwas fragen. Aber gut, dann fragen wir halt einmal den Fotograf etwas. Also du bist da mit dem Elektrobike immer unterwegs. Mehr oder weniger. Ja. Mehr oder weniger, ja. Und machst hier Fotos. Ja. Richtig. Und das ist euer Hoffotograf, oder Rolf? Das ist einer von denen. Es ist ein Engel, der uns natürlich die Bilder dann auch ohne Copyright gratis zur Verfügung gestellt. Ich glaube, er macht etwa gegen 10'000 Fotos. Es wäre schön, wenn man von jeder Foto nur einen Rappen überkommt. Von allen, die überhaupt fotografiert werden. Das müssen Millionen sein von diesen Besuchern. Und wir glauben heute sogar schon, dass wir gegen 500'000 Besucher kennen aus der ganzen Welt. Unglaublich, gell? Und die kommen von überall her natürlich? Jawohl, die kommen heute effektiv von Shanghai bis Neuseeland. Die kommen von Australien, Deutschland, Oberitalien vor allem. Das sind ganze Pullmans, die anfahren, dann 2-3 Tage in Ragaz bleiben und nicht nur die Ausstellung befruchtet, sondern auch das Restaurant und der Migros. Und eben, gell, Künstler von Argentinien, Mexiko, Australien. Das ist richtig, ja. Genau. Pass zum Kellerhof, aber wenn wir es nicht ausfragen sehen, muss ich jetzt sofort schwenken, damit wir auch keine Autonummer drauf haben. Du hast gesagt, das ist ein Engel der Schweiz. Der andere Engel, der ist da, gell, das ist Esther, oder? Ich hoffe also, es, ja. Du hoffst, ja, ja, ich hoffe schon, dass ich einen Fotograf komme. Ja. Also du bist wirklich auch ein Engel, du machst unglaublich viel. Ja, ich habe sehr viel zu tun, das ist schön. Aber es motiviert auch, weil die fröhlichen Gesichter, die glücklichen Menschen, das motiviert, um einfach wirklich weitermachen. Ich habe gehört, der Rolf müsste einen grösseren Kühlschrank kaufen, damit Zedeli darauf eben deine Erinnerungen noch mehr Platz haben. Ja, das wäre eine gute Idee. Aber wir müssten auch eine grössere Küche haben. Ah, gut. Ja. Gut, also können wir über das reden? Oder ich hätte mehr Platz für den Whisky im Kühlschrank, nicht einen grösseren Kühlschrank. Ah, so läuft ich das. Muss noch Korrektur machen. Es ja. Ist 2,5 Millionen. Genau. Und wir sind nicht nur im Quellenhof, wir sind auch im Dorf dankbar, der Ortsgemeinde dankbar, weil die ganze Ausstellung geht über 12 Kilometer. Ein Teil ist im Resort, logisch, aber es ist ganz wichtig, die ganze Region, die ganze Bevölkerung hilft mit, dass das überhaupt möglich wird. Die haben ja eigentlich eine Dorfart, gell? Es ist eine Dorfart, es ist eine Regioart und es ist effektiv heute eine Weltart, weil die Badragaz ist mittlerweile das zweite Mal das grösste Museum unter freiem Himmel auf der Welt. Und der Schweizer Kulturenpreis ist hier vergeben worden, he? Der ist erst mal vergeben worden als Zeichen von der Wertschätzung für Kunst, für Künstler vor allem, weil wir haben jetzt etwas machen können, das die Schweiz nicht fertig gebracht hat. Seit 1874 probiert der Staat mit den Künstlern zusammen einen Kulturenpreis, einen Skulpturenpreis machen.
Es ist dem Giacometti nicht gelungen. Der Hodler hat es mal versucht, Luginbühl hat es versucht, Tägeli. Und im Bad Ragaz ist es jetzt Tatsache geworden. Nebst dem, dass ihr auch städtebaulich unterwegs seid. Das heisst, wir fahren jetzt um, wir sehen die Serie, also ihr verändert Bad Ragaz. Ihr seid wirklich städtebaulich unterwegs? Es ist sicher richtig, dass man nicht nur Fassaden baut, wo wir mit hohlen Augen auf die Strassen raus schauen. Es ist leider für mich so, dass Investoren eindeutig zu wenig Kulturgefühl entwickeln. Der Lebensraum braucht auch Lebensqualität und in diesem Bereich sind wir unterwegs. Esther, du hast schon mal gesagt, ihr fängt dort an denken und philosophieren, wo andere aufhören, oder? Wie hast du das gemeint? Das weiss ich jetzt nicht. Ist halt so jemand reingestanden. Vielleicht hat es der Armando geschrieben an ihren Schwiegersohn. Das heisst mit anderen Worten... Ein Ghostwriter hat das gemacht. Gut, das heisst, ihr habt auch einen Haufen Helfer natürlich, oder? Wir haben einen Haufen Helfer. Wir sind zum Glück sehr gut organisiert. Also die Hauptarbeit, also die Organisation der Künstler und die Auswahl der Künstler. Und wir gehen Künstler besuchen, wir empfangen Künstler. Das passiert natürlich immer bei uns zwei oder auch mit unserer Familie. Wir haben noch drei Töchter und die helfen schon sehr stark mit. Und eine Tochter ist ja Künstlerin, stellt sie auch aus, gell? Carla war immer dabei, schon gewesen, auch das mal zum siebten Mal. Sie ist an sich in der Malerei daheim, aber für die Ausstellung macht sie immer eine Skulptur. Und dann kommt ja noch ein Grosskind nach, gell? Wo jetzt auch, sagen wir mal, genau. Grafikmässig genau. unterwegs wir ist, haben oder? Schon Rebecca. Genau. Das ist von der ältesten Tochter, die älteste Tochter, und die macht auch schon wieder in der Grafik macht sie ihre Ausbildung und sie ist sehr interessiert an der Kunst. Das habe ich gemerkt. Ja. Schon vor einem Jahr beim Skulpturenweg, gell? Ja, da ist sie mitgelaufen und wirklich voll Freude und voll Engagement. Ja, ganz toll. Ja, Engagement braucht es natürlich, gell, Rolf? Also, wir müssen jetzt vielleicht unter Umständen mal in eine andere Art gehen. Wir gehen vielleicht mal unterwegs, der Fotograf. Sie mag uns mit dem E-Bike nach, sonst verabschiedet er sich, oder? Wir reden hier das Piaggio-Mobil und wenn ihr hat er nichts mehr gehört, ja, dann hat er den Piaggio-Mobil. Der Rolf fährt und wir zwei hocken hinten rein, oder? Das probieren wir genau. mal. Es ist ja schon unglaublich, gell? Also, wenn wir so ein bisschen anschauen, das Ganze hier. Wie viele schauen, gell? Ciao, Fotograf. Ciao, Jakob. Du willst noch fragen, aber es geht jetzt leider nicht. Wir sind gerade unterwegs. Ich rufe dir nachher an. Ist nicht nötig. Genau. Er möchte nämlich etwas fragen zu Rheinwelten und das machen wir natürlich. So, also der Rolf hat gestartet, gell? Und, ciao, ciao. Und wir vertrauen dem voll, gell? Ich werde durch, siehst du schon ein bisschen vorsichtig. Jawohl, es ist gut, es ist, ja. Und jetzt fahren wir richtig Schwellenhof rauf, gell? Jawohl. Es ist schon unglaublich. Schwellenhof und Hof. 10 Kilometer, gell, hat er gesagt, der Rolf. 12 Kilometer, wenn man 12 das mit Kilometer, dem See ja. Das ist ein Italiener aus Carrara. Ja. Jetzt müssen wir doch schauen, gell? Er fährt jetzt umschildert nach aus Carrara, genau. Ja. Unglaublich, gell? Spanien. Wo ist Spanien? Oh. Rechts die drei Wächter. Xavier Mascaro ist eigentlich der Picasso der Skulptur heute auf der Welt. Einer der wichtigsten spanischen Bildhauer, wenn nicht Weltbildhauer. Oh, und dort hinten, hey, das ist ja Wahnsinn. Kannst du da rechts durchfahren? Dort hinten stehen sie ja in Reihe und Glied. Und solche, die ganz still stehen, gell? Habe ich gesehen. Da hinten, die ganze Kolonne da. Da hinten steht der Zug der Alten nach Jerusalem. Aha. Und was ist das da? Das ist Sibylle Pasche aus Carrara, Schweizerin. Und da hinten, was ist das? Die Bolognese, hat sie gesagt. Die Bolognese, der Marsch der Alten nach Jerusalem. Wo der Alltag eigentlich hinter sich lässt. Ein ganz wichtiger Punkt ist das Material Zement, den Kortenstahl, ein Künstler in einer unendlichen Schlaufe aus Metall, wo nachher hinter sich ein Künstler aus Düsseldorf hat und die Blickachse geht dann direkt auf den Ganzen. Da sieht man jetzt zum Beispiel wunderbar, wie wichtig ist, dass Natur und Kunst so Einheit werden. Moment, wir sehen hier den Ganzen, gell? Hat mir Tester gezeigt. Genau. Ich hoffe, wir sehen es noch. Und du, Tester, hat mir eben auch mal gesagt, du würdest eventuell auch mal gerne mal Klavier spielen. Ich habe das Gefühl, da unten wären plötzlich. Könntest du. Das wird sicher. Wir planen für 21 eine Installation da unten. Da sieht man jetzt eine andere Führung.
Andrea, unsere Tochter Andrea mit Journalisten unterwegs ist. Meinst du, sollen wir mal schnell herfahren? Ja, das ist natürlich. Und da vorne ist der Leni. Das ist der neue Adam. Aha. Und das ist die neue Eva. Hoi, hoi, Moment schon. Das hier ist der Adam. Ja, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, wir schwanken das halt unter, ein bisschen umeinander. Und das ist eine Führung mit eurer Tochter. He? Richtig. Ja. Hoi. Man kann sich auch Führungen buchen, natürlich. Und eine Drohne. Und immer auch ein Fotograf mit einem Gimbal dabei. Gell? Und was ist jetzt das da hinten? Die neue Eva. Die neue ist eine österreichische Künstlerin, die in Pietrasanta in der Toskana arbeitet. Ja. Und die neue Eva warte, mit dem schnell. Adam. Da muss man schnell aussteigen und schnell den rumlaufen. Also die Eva, die können wir nicht so ungeschoren da lassen. Das ist also die neue Eva und ihr habt ja sicher schon gemerkt, also er ist ja wandelndes Lexikon, gell? Der Rolf, er weiss alles über die Kunstwerke, er ist unglaublich, wie er sich hier bemüht. Wollt ihr mir etwas erzählen? Ja, und ihr hört jetzt schon, sie rufen ihn schon wieder und sie möchten, weiss nicht, wollt ihr noch die Tochter einbeziehen da? Sie möchte etwas erzählen, hat sie gesagt, sie möchte etwas erzählen. Sie muss etwas erzählen. Ach so. Komm, dann stehen wir mal eben her. Wir gehen mal lösen. Mal schauen, was sie erzählt. Ja, und mal schauen, was der Fotograf da alles drauf hat. Jawohl, so haben wir da. Gut. Das heisst, die Bewerbungen die sind nicht, wie wenn man sich auf einen Bürojob bewerben, sondern die haben halt eben manchmal Formate, die nicht gerade 0815 sind, die nicht wie als A4-Kuvert oder per Online, sondern die Künstler bewerben sich halt manchmal auch quasi gerade mit einem Entwurf, den sie dann gerade gemacht haben. Das hat 2,4. Wir müssen sofort gehen. Sie hat eine Formaterwelt 0815. Ich hoffe, sie hat nicht rein Welten gemeint. Wir müssen sofort gehen. Wir haben euch extra nicht gefilmt und wünschen gell, weiterhin viel Erfolg. Gut. Okay. Dann steigen wir wieder ein. Kunststück schauen alle Leute reinwälten, wenn man so einen Reporter hat. Du, und gell, Rolf, das ist schon verrückt, dass wir jetzt da wirklich locker über die Wiese fahren können. Ja, wir sind allen dankbar, die uns jede Chance und Möglichkeit möglich machen. Wow, und da unten, was ist denn das für einer? Ist das der Fährmann dort vor dem Gerippe? Ganz richtig. Das ist der Charon, wo der Künstler sich in Charon verwandelt hat und auf dem Schiff über eine Stücksfahrt mit vorne mit dem Kater. Der Kater war ein Geschenk von seinem Freund, der gestorben ist. Und der Charon ist wie das Schiff und der Kater aus alten Holzplanken von holländischem Schiff gebaut worden. Du, Esther, redet ihr daheim einfach noch irgendetwas anderes als über Kunst und über... Ja, die Frage ist berechtigt. Ja, ja es gibt manchmal einen Moment. Moment, beim zweiten Whisky finden wir dann auch ein anderes Thema. So ist das. Aber sonst ist es schon geprägt, gell? Also, es ist klar. April bis November ist... Ja. Ich bin daheim, nehme das Telefon in Empfang, ich lese die Mail und am Mittag gibt es einen kleinen Stapel, den tun wir am Mittag wieder besprechen miteinander, damit ich die richtige Antwort gebe. Und so sind wir eigentlich ein halbes Jahr lang schwanger mit Skulpturen. Wir haben eine Statistik. Ja. Übrigens links zu Susi Kramer mit ihrem Kubus aus Acryl, der in der Nacht wunderschön beleuchtet ist. In drei Jahren haben wir 2100 Stunden neben Beruf und Haushalt noch für Kunst gearbeitet. Für Kultur in Bad Ragaz und in der Region. Oh, schau, das sind doch da wieder die Das ist ein Marktplatz, wo ein albanischer Künstler gebaut hat. Der junge Albaner war der erste Albaner, der raus nach Italien Kunst studieren durfte. Und er hat aus Chromstahl für uns den eigentlich heute weltberühmten Marktplatz gebaut, wo die Menschen sich begegnen, wo man sich soll zuhören, wo man soll reden miteinander, wo man kann auch ein Picknick machen. Menschen lieben das über alles. Und da ist man mal ein bisschen dicker, mal ein bisschen dünner. Richtig. Gell? Man sieht sich selber. Ja. Man kann sich aber auch im Spiegel selber verändern. Hier fahren wir am Bettenturm vom Armand vorbei
Der besteht aus 27 Betten, die er zusammengeschweißt hat. Hoppla, da habe ich jetzt gerade verpasst. He? Ja, gut. Also, eben wie gesagt, wir haben es natürlich auch gesagt, es hat 77 Kunstwerke auf 12 Kilometer. Gell? Nein, 77 Künstler, 450 Kunstwerke. Oh, Gottes Willen einmal. Genau, ja, genau. Wir haben 77 Künstler aus 17 Ländern. 450 Kunstwerke, 2,5 Millionen Budget und 2600 Tonnen Material. Ja. So ist das. So. Das ist ein junger Franzose, der aus gefundenen Teilen am Meer aus Bronze Kriegsrückkehrer macht. Wir fahren hier über die Strasse, jetzt kommt halt der Käppeli noch. Oh, apropos, das ist jetzt aber gerade gut, der Käppeli. Das ist hin und wieder auch einmal eure Rettung. Du machst unglaublich viel gelistet, aber der Käppeli ist schon grossartig. Ja, der Käppeli ist grossartig. Also, er hat ja auch die Maschine dazu, die habe ich leider nicht. Aber ja. Ich bin fasziniert, ich habe fast wie ein kleiner Bub. Ich könnte immer zuschauen, wie die Kräne auf und ab gehen und das Gewicht, das sie bewegen. Es ist grossartig, was die Firma Käppeli für uns leistet. Also ich bin fasziniert von dir, wenn man dir telefoniert und schnell vor Ort bist. Also das braucht schon. Und also, da würden nicht alle Frauen mitmachen, gell, ganz ehrlich gesagt. Da muss man angefressen sein. Da muss man angefressen genau. sein. Ja, ich mache es gerne, vor Ort zu sein. Du, wir dürfen kaum reden, der Rolf schaut schon wieder. Was hast du noch wollen sagen da? Er sieht schon also etwas. Am Golf entlang stehen ganz grosse, unter anderem Neururer. Holzbildhauer aus dem Tirol ordnet das Chaos. Das ist die Lebensachse oder die Axis Mundi der Welt. Aus 15 Tonnen Stein hat sie aus allen fünf Kontinenten die Steine zusammengetragen und die Axis Mundi aufgebaut, die aus dem Zentrum der Welt ins Universum rausgeht. 15 Tonnen schwer. Es bleibt ja hin und wieder einmal mal auch etwas wieder da. Ist es dermal auch wieder so, dass irgendetwas da bleibt? Für uns hocherfreulich ist, die Gemeinde Ragaz hat zwei Werke angekauft. Eins von unserer Tochter Carla, die wir jetzt am See noch werden sehen. Ja. Und eins vom Hubi Schwitten. Und die Gemeinde wird das aufstellen. Seit wir die Ausstellung machen, sind 49 Werke in Bad Ragaz geblieben. Mehr als die Stadt Zürich je aufgebaut hat im öffentlichen Raum. Ein grosses Kompliment. Hier stehen wir vor dem Falknis, dem Hausberg von Meierfeld, aber wir sehen ihn besser. Und das Urgestein Licini, der schweizerische absolute Top-Metallkünstler, Stahlbauer, hat für Bad Ragaz ein riesiges Monument gebaut aus Stahl. Hier sehen wir den grössten Blumenstrauss der Welt aktuell, die 12 Herzeichen vom Roger Rigott, einer, der in der Schweiz geboren ist, in Deutschland und Korea schafft. Da muss ich aber alles schön aussteigen. Und dieser Blumenstrauss ist unser Geschenk an alle Frauen der Welt. Weißt du, so wie wir unterwegs sind, es soll ein Infotainment sein, 12 Kilometer kann man nicht einfach so machen. Ist das alles ein bisschen weitwinkel? Darum denke ich mir, jetzt laufe ich da nochmal. Da kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Ich glaube, da hat er etwas weitergeschafft, und das letzte Jahr schon gehabt. Du, Rolf, hat er jetzt hier etwas weitergeschafft, der Rigott und das letzte, also im 2015 schon etwas gehabt hat? Die sind oben in den Bäumen, hat er seine zwei Behausungen gebaut, aus Bast. Ja. Er baut immer aus organischem Material, damit man auch leben kann, dass man ein Gefühl hat drin. Genau. Und das sind die Behausungen, die er für sich selber dann eigentlich auch baut, damit er könnte schlussendlich dort überleben. Aha. Gibt es eigentlich irgendwie so ein bisschen Highlights, die er erlebt? Oder gibt es Lieblingskünstler? Oder gibt es so irgendetwas? Oder dürfen sie? Du lächelst, aber sie darf es nicht sagen. Nein, die Frage ist natürlich, die kommt immer wieder. Ja. Aber wenn wir von 1077 auswählen, ist es einfach so, dass für uns alles Favoriten sind. Und er ist übrigens der Roger Rigott, der Preisträger. Er hat den ersten Preis bekommen. Eben darum meine ich, ja. Wobei Preisträger, die Jury, sind nicht wir gewesen. Wir sind befangen, weil Künstler und wir sind ja eine riesige Familie. Und in dieser Familie muss man neutral bleiben. Darum haben wir eine neutrale Jury mit 5 Leuten bestimmt,
Das ist vom ORF, vom Österreicher Rundfunk, Kulturredaktion, oder Frau Professor Sanchez von der HSG in St. Gallen, oder zwei Kunsthistoriker und Kunstkenner aus Bern, zwei aus Zürich, und die haben bestimmt, wer den Preis bekommt. Ich bin ja nur darum gefragt, ich wusste, dass er den Preis bekommt. Hat es mich interessiert? Ja. So ein bisschen, ja. Da gibt es Sätze nicht. Aber eben, die Auswahl, das ist schon schwierig, oder? Hat es nicht solche, weißt du, richtig hässlich sind, wenn er sagt, nein, jetzt im Moment nicht, es geht nicht? Und es gibt schon Reaktionen, aber im Großen und Ganzen auch solche Künstler, die schon da waren, wo wir das mal leider nicht absagen mussten, die bleiben uns treu und hoffen einfach aufs nächste Mal. Aha. Es wird auch jeder, kommt nicht einfach ein Mail über, sondern der Rolf nimmt sich Zeit und tut jedem wirklich einen Brief schreiben und vielleicht manchmal auch erklären, warum es nicht geht. Manchmal sind sie einfach zu heikel, manchmal sind sie zu klein oder manchmal haben wir einfach schon zu viele solche, die Holz oder Metall machen. Und dann sind halt die, die etwas später bewerben, haben dann halt die Chance nicht mehr. Irgendwo müssen wir ja etwas hören. Denn eben, 77 ist schon eine hohe Zahl und wir wollen eigentlich auch nicht mehr. Das ist eine genug grosse Arbeit für uns. Eben, und 77 Künstler sind nicht 77 Buchhalter, das kommt noch dazu. Aber das ist auch richtig so, sonst wären es keine Künstler. Aber bei der 8. Gell, 2021 sind es 88 Künstler, dann sind es 18 Länder. Ja, genau. Ich denke, das ist eine logische Folgerung. Wir tun uns das überlegen. Also wir sind auf bestem Weg eigentlich für die nächste Ausstellung. Es haben sich schon viele beworben. Ich würde sagen, etwa 300 haben sich schon beworben. Für uns ist es natürlich auch schwierig, weil der Künstler will ja mit dem nicht nur für sich selber, sondern wirklich für die Gesamtkultur etwas machen. Und Tränenbrief schreiben, Herzschmerzbrief schreiben, das ist grausam hart. Da braucht es ja nicht ein Glas dazu, um so zu schreiben. Es ist viel schöner, 77 Weihnachtsbrief zu schreiben. Wir machen noch einen kleinen Break, oder? Bevor wir den See rausfahren. Noch die letzte Frage, das heisst mit Antwort 2021 gibt. Wir sind ja nicht im Verlumpen. Die Eröffnung ist am 8. Mai 2021. Keine Angst vor dem Mut. Keine Angst. Träume sind Knochenarbeit. Geld sammeln ist noch mehr Knochenarbeit. Aber wir wissen, dass wir den Traum erfüllen können. Auch wenn wir müssen die Hypothek wieder aufnehmen aufs Haus. Unser kleiner Piaggio ist für den Schwan, den Männerschwan, wie ein Konkurrent, dass wir als kleiner weißer Piaggio könnten seine Frauen eben bedrängen. Und er wird uns jetzt begleiten und verfolgen durch den ganzen Giessenpark. Und da fahren wir jetzt in eine Kunstsituation. Ein deutscher Bildhauer, Künstler, hat eine Begegnungsstätte mit drei Kuben gebaut, wo man reinlaufen kann, oben sitzen, man kann picknicken, man kann sich begegnen. Das ist sehr beliebt bei Familien und Kindern. Gerade vor uns fahren wir auf ein Werk zu vom ältesten Künstler, Klaus Schulze. 91 Jahre alt, er baut aus Backstein seine Werke. Ein Ehepaar sitzt vor dem Hof und hier sehen wir die Hand, das Symbol von der Verantwortung für Kunst, bestückt mit sehr vielen allegorischen Figuren. Und es ist natürlich wiederum jetzt der Platz, der See, die Natur, der Ganze, der Alphier. Kunst und Natur, die als Geschwister da sind. Ja gut, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir sind unterwegs. Wir sind mit Weitwinkel unterwegs, damit wir auch möglichst viel sehen. Das sind 12 Kilometer. Ihr müsst einfach selber hergehen. Wir hätten die Möglichkeit noch, gell? Also, das ist jetzt noch lange nicht vorbei. Noch vier Wochen ist es noch. Noch 4 Wochen, ja. Und wir haben uns aufgefallen, gell? Es hat unglaublich viele Fotografen heute da, gell? Ich weiss nicht, ob heute Tag der Fotografie ist. Ist ja wunderbar. Ja. Wir sind glücklich um jeden, der kommt und das Bild festhält und mit ins Herz nimmt. Und ihr seid natürlich nicht nur städtebaulich unterwegs, sondern ihr bringt natürlich Ragaz auch enorm viel. Das muss man mal klar sagen, gell, Rolf? Also wenn wir jetzt rein markttechnisch ökonomisch 500'000 Besucher nur bis Ende September. Das sind Umsatzzahlen, die man wirklich für das Gewerbe, für die Hotellerie, für die Gastronomie oder es sind etwa 420 Presseberichte international.
schnell halten. Kannst weiterreden. Aber schnell halten, weil... Also gut, dann machen wir schnell. Weil der rote Teppich hier, wenn man das so sieht, der würde eigentlich dann euch gebühren. He? Bist du schon mal drüber gelaufen? Geistig ja. Aber da drüber sollen andere Menschen laufen. Wir zwei gehören nicht auf den roten Teppich. Wir haben auch gelernt, Bescheidenheit und Demut ist ein wichtiger Teil des Erfolgs. Und wir möchten, dass die Menschen über den roten Teppich laufen. Ich komme noch mal kurz zurück. Bekanntheitsgrad von Bad Ragaz. Durch die Bad Ragaz 420 Presseberichte, Fernsehbericht, Tagesschau. Also Fernsehen nicht so kleine Reinwelten, sondern also Schweizer Fernsehen, also ARD, Fernsehen, ARD, ZDF, gell? Unter anderem Sonntagabend, 3/4 Stunde in Arte. Genau. Ja. Das sind umgerechnete Zahlen fürs 15. Wären das 14,5 Millionen Advertising gewesen. Also Kosten, die entstanden wären, wenn man das hätte müssen schalten als Promotion. Und das ist ein unschätzbarer Wert, wo ein grosses Geschenk von uns auch kann sein und darf sein an Bad Ragaz. Also Medizin für Bad Ragaz, mediale, aber vielleicht auch Medizin für Menschen, wenn sie sich mit so Kultur auseinandersetzen. Für uns ist Kulturarbeit eigentlich Treibstoff für die Seele. Ja. Ohne Kultur gibt es eigentlich kein kultiviertes Zusammenleben. Ohne Kultur gibt es keine Verantwortung, keine Toleranz. Für uns ist eigentlich Kunst ein Instrument, um die höchste Kultur zu erreichen. Ja. Und man bleibt jung dabei. Gell? Also wir zwei Pensionisten, hast du vorhin gesagt, der andere war 91. Gell? Also da 91. Können wir noch lange mit. Noch lang, he? Wir holen uns den Treibstoff über Kunst und Kultur. Und wir holen uns den Treibstoff, habe ich den Rest kürzer gesagt, wir haben 1000 Flaschen Rotwein getrunken die letzten 3 Jahre. Ja. Weil jeden Abend eine mit der Kulturarbeit. Aha, aha. Und da müssen wir schon sagen, gell? Pensionisten habe ich mich und der Rolf gemeint, du bist nicht eine lange Pensionistin. Ich tue jetzt das einfach definitiv nicht verraten. Das habe ich doch vermutet. Aber Carla ist da noch irgendjemand? Wir machen Menschen. Jetzt Kunstfahrt. Die Künstlerin ist Carla. Carla ist unsere Künstlerin. Carla ist Künstlerin. Jawohl. Ja. Genau. Und sie ist auch da, eben, wo sie sich zeigt. Genau. Eine deutsche Künstlerin, die in der Toskana arbeitet, der Schilfwald am See. Es ist auch schön angepasst, gell, natürlich. Also, da, haben ihr so Sachen, also schon haben ihr irgendwie Fotos geschickt, damit sie noch wissen, wo sie es platzieren können? Oder haben sie selber das können auslesen? Oder wie läuft denn das? Wir platzieren. Ja. Weil sonst wollen alle im Dorf alle den gleichen Platz. Und wir eigentlich laufen vielleicht ein halbes Jahr in der Seele, im Kopf, mit diesen Bildern umeinander und kennen natürlich Ragaz so gut, dass wir wissen, wo die Kulturen am besten denn das unterstreichen, was als Inhalt haben. Das ist Anna Schmid, das ist eine Schweizer Künstlerin und die hat das Open House gemacht. Aha. Und die Jugend und die Kinder benutzen das wirklich, benutzen auch mal schon ein bisschen Picknick da drin. Es ist also genau das, was sie wollte, ein Open House. Und genau so eine Lampe hatte ich früher mal in der Stube, nicht? Das ist eine Deutsche, das ist Angelika Summe. Und das heisst das Gestrüpp. Aha. Ganz eine feine Bringe, ich glaube, sie ist 1,50 Meter gross. Und dass sie dann so etwas herbringt, das ist immer bewundernswert. Und du redest mit den Künstlern, habe ich gesehen, bei Marcel Bernet, der dort ausgestellt hat, hast du mal sagen, gewundert darf den Herren auf dem Dorfplatz, so, wie die anderen gekommen sind. Und, so. Und da habe ich auch gemerkt, also, wenn man das Feeling hat dafür für die Künstler, dann läuft das relativ tipptopp. Das geht tipptopp. Das geht tipptopp. Also, eben, wir kennen ja eigentlich den Künstler als Person kennenlernen. Ja. Nicht zuerst sein Werk, sondern als Person. Es ist wirklich ein Fototag. Entschuldigung. Ja. Wir kommen jetzt hier an einen Platz. Jetzt. Auf der rechten Seite Thomas Rötl. Er ist das andere Urgestein in Metallarbeit, das allein die Horizontale, die er um 360 Grad dreht hat, ist 5 Tonnen schwer. Ja, er lebt in der Gegend. Sollen wir aussteigen? Soll ich es schnell zeigen? Oder fahren wir weiter? Wir sehen hier. Oh, 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 oh. 5 Tonnen schweben übers Wasser. Jörg Blick hat aus Schleswig-Holstein, nördlich von Hamburg. Das ist 5 Tonnen. 5 Tonnen schwer. Und er hat das speziell für Bad Ragaz gebaut.
damit der Diamant der Badregarz-Triennale eigentlich leuchtet. Er ist der, der im Mai den Deutschen Skulpturenpreis bekommen hat. Genau, ja. Und wir haben ihn dürfen besuchen in Norddeutschland. Ist eigentlich jammer schade, dass das wieder raus muss. Ja, der Diamant sollte da bleiben. Da wäre super, gell? Und mit dieser Skulptur verbindet mich oder uns, mich als Führer, Führerin und so. Wir haben die ersten Minuten hat er uns Bilder geschickt, weil er alles aus Karton am Boden herangetragen hat. Ach, der nächste Schritt ist gesehen, dasselbe aus Metall und dann immer wieder, wenn er es zusammengebaut hat. Unglaublich. Wir konnten alles mitverfolgen. Das ist sehr spannend. Und ist natürlich wirklich hervorragend, wie es einpasst. Es ist herrlich. Ja. Jammer schade, also der See verliert etwas, ja, was so aussehen ja. ist. Gell? Wir reden dann einmal mit der Gemeinde reden in diesem Fall. Gell? Rolf, das ist dein Bier? Ja. Richtig, ja. Ich bin der, wenn es dann darauf ankommt, ums letzte Promille. Jetzt sind wir wieder Garla, nein, das ist nochmal ein Blick vom deutschen Thomas Rötl. So. Das ist eine Harmonie, die liegt, 7 Tonnen, dann 5 Tonnen in einer Vertikale und dahinter nochmal der Diamant von Jörg Blickhardt aus Hamburg. Und wir werden jetzt rundum um die Seerosenbucht werden wir dann nochmal den Stall sehen, aber vor allem den Open Mind, der in Ragaz bleibt von der Tochter Carla, ist eine Form von Bühnenbild, wo man muss erleben, das kann man nicht erklären. Man muss das Gesicht sehen und selber Open Mind haben, um zu erkennen, was hinter dem Gesicht alles steht. Zum Golfspielen hast du im Moment keine Zeit, ha? Leider. Dieses Jahr zweimal Bad Ragaz, einmal Heideland. Aber das Leben geht ja weiter. Genau. Jetzt kommen wir auf Garla zu. Da kommt man eben zu. Das ist noch ein bisschen weiter. Ich fahre langsam. Da müssen wir vielleicht dann schon gleich am Morgen. Ja, ja. Da müssen wir jetzt also schon anhalten und aussteigen. Da müssen wir rundherum laufen. Ich laufe noch mal schnell ein bisschen durch. Du erklärst schon mal. Du sagst, man kommt da. Jetzt muss ich schauen, dass das da alles hebt, wenn wir aussteigen. Ah, ja, genau. Das heisst, man kommt eigentlich so, gell, her. Ja. Und dann läuft man eigentlich so durch. Genau. Und auch hier natürlich, da muss man klar sagen, eben, wie gesagt, wir sind jetzt mit dieser kleinen mobilen Kamera unterwegs. Um es wirklich zu erleben, ja, da muss man einfach selber hergehen. Bis wann ist noch? Bis zum 4. November, hast du gesagt? 4. November, ja. Das heisst, mit anderen Worten, bis dann hat man noch Zeit, um das hier anzuschauen. Und wenn man jetzt sieht, hier bei der Garla, und wir mal ganz nach auf das Bild zugehen und vielleicht einmal, wenn es das einmal erlaubt ist, so ein bisschen durchfilmen durch die Garla, sehen wir hier nochmal hinten dran, das im See drin, wo ja vielleicht nicht schlecht wäre. Es könnte irgendwie stehen bleiben. Meinst du, gibt es da eine realistische Chance? Es wäre ein Traum. Und ich denke, wir haben noch 40 Wochen Zeit, den Traum zu erfüllen. Und du hast mir jetzt gerade einen Kick gegeben, dass wir diesen Traum umsetzen müssen. Weil diese Skulptur auf dem See in Spannung zur Garla, zu ihrem Open Mind, wo da steht wie ein riesiges Bühnenbild in einer Oper in dieser Landschaft. Das wäre eine Ergänzung, die weit an Strahlkraft eigentlich wieder rausgehen würde. Und ich würde jetzt sagen, wir machen einen kurzen Schwenker auf den Leuchtturm rauf, weil der Leuchtturm sollte ja uns zeigen, wie wichtig die Strahlkraft von Kultur und Kunst kann sein, weil der Leuchtturm soll das Symbol darstellen, die Verbindung vom Wasserbad Ragaz bis zum Meer. Der Leuchtturm, wo Milliarden von Tröpfchen Wasser runtergehen, in einen Bach fließen. Der Bach füllt den Rhein und der Rhein geht durch den Bodensee als Strom ins Meer. Und was wir brauchen, dort ist der gleiche Leuchtturm in Rotterdam wie hier. Was wir brauchen in unserem Leben, ist eigentlich ein Meer von Meerkultur. Und das ist der Inhalt von dem Leuchtturm. Es wäre ein schöner Schlusssatz gewesen, aber Esther schaut dich so bewundernd an. Gell? Also, irgendwie staunen wir nur. Gell? Also, ist er wirklich Mediziner? Oder hat er irgendetwas verpasst, was er einen Beruf gewählt hat? Nein, er ist wirklich Mediziner. Aber ich glaube, für einen guten Mediziner muss man auch so Philosophie im Kopf haben und im Herz. Und dann wird es gut.
Die letzte Frage, was sind denn eure grössten Träume? Gerade jetzt im Moment, so spontan. Also ein Traum ist sicher, dass der Erfolg, den Bad Ragaz und die Regionen erleben dürfen, dass Bad Ragaz das umsetzt. Es ist ein Geschenk, was wir dürfen Bad Ragaz und der Region geben. Und das Geschenk soll aber auch ein Signal sein, dass Bad Ragaz sowohl die politische Seite, ob Gemeinde, Ortsgemeinde, aber auch Tourismus und Tourismus Heideland, die Chancen weiterentwickelt. Und das wäre mein grösster Wunsch für die nächste Zukunft, dass Menschen mitmachen in Bad Ragaz und in der Region, dass nicht nur 21 wieder zum Beispiel das Wartensteinbähnchen kommt oder die Bad Ragaz und die nächste Triennale, sondern dass man das ganze Leben füllt von Bad Ragaz mit Kunst und Kultur, dass alle Menschen von der Welt nach Bad Ragaz kommen. Esther, was für einen Traum hast du? Ja, also ich denke, wir sind schon bald 50 Jahre geheiratet. Ich kann mich einfach diesen Gedanken und diesen Träumen wirklich anschliessen. Das wäre schön, wenn wir so weitermachen könnten. Mit der Offenheit der Bad Ragazer Bevölkerung, was auch sehr, sehr wichtig ist.